Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind Folge Nummer 90 von Avorion. Ja, was haben wir vor in dieser Folge? Wir wollen unbedingt noch irgendwelche Piraten abmurksen. Dafür kriegen wir dann Punkte bei der Fraktion hier und dann wollen wir hoffen, dass wir mit denen Bündnis eingehen können. Thomas Stehler hatte mir noch geschrieben, der wollte noch was über den C43-Detektor wissen und genauso über das Handelssystem. Das machen wir aber alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier ein paar Sachen abfragen. Das ist noch das Dock. Da wollen wir doch mal gerade dran. Ne, Forschungsstation ist das. Okay, ne, dann sind wir hier wahrscheinlich falsch, oder? Teleporter haben wir nicht. Ich dachte, das wäre ein Ausrüstungsdock, ist aber kein Ausrüstungsdock. Dann schauen wir da unten. Sind noch ein paar Aufträge. Ja, das hat der Thomas Stehler auch geschrieben, dass wir hier beim Reparaturdock auch nachfragen können, auf jeden Fall. Da könnten auch Aufträge für Piraten zum Beispiel drin sein. Dann wollen wir das doch mal alles in Angriff nehmen. 76 Körperpanzer. Da ist das Ausrüstungsdock, da sollten wir gleich nochmal vorbeifliegen. Raketen. Wenn wir schon da sind, gucken wir gerade rein. Geschützkontrollsystem, keine R-Geschichten, aber hier einen 43-Detektor gibt es hier, den sollten wir vielleicht auch aufkaufen. Achso, Geschützkontrollsysteme sollten wir auch kaufen. 15 Minuten haben wir Zeit, geht. Und hier wollte ich nach Airbergbaulasern suchen, aber die gibt es hier leider nicht. Gut. Das heißt, wir fliegen auf jeden Fall gleich dahin. Schiffswerft können wir reingucken. Haben die einen Auftrag für uns, der passend ist? Computer Mainframes werden wir wahrscheinlich auch nicht hier finden. Die haben keinen Auftrag, die haben keinen Auftrag. Das haben wir gerade schon gemacht hier, die Forschungsstation. Und dann sind wir schon drum. So, dann machen wir hier. Jetzt gucken wir noch nach rechts oder links. Ne, ist gar nichts mehr. Gut, dann auf zur Ausrüstung, zum Ausrüstungsdock. Da schauen wir noch gerade, dass wir was kriegen. Ja, C43-Detektor hat der Thomas geschrieben, wenn ich den dann abwähle, das weiße Umrandung wegmache von dem Objekt, was ich dann schon geplündert habe, dann soll der wegfallen. Habe ich, meine ich, schon probiert. War da nicht so. Kann natürlich auch sein, dass im Sektor ein zweites Objekt war. Spielt dann natürlich auch mit rein. Das bedeutet dann natürlich, ja, schade, ne? Dann weißt du es auch nicht, ne? Ob das abgewählt ist oder nicht. Wir werden es dann erst erfahren, wenn es soweit ist. So, das wollen wir kaufen. Schildverstärker, das wollen wir kaufen. Scanner, Schildbooster. Hier auch. Bergbausystem auch. Standardhandelssystem auch. Und den 43, da gibt es sogar zwei von, nehmen wir natürlich auch mit. Hier hatten wir geguckt, war nichts, ne? Kein R dabei. Eisen, Titan wären hier zwei. Aber das ist jetzt nicht so das, was wir haben wollen. Der Rest interessiert uns nicht. Dann haben wir da eingekauft. Kurz weg, bevor wir dagegen fliegen. Was hat der Thomas noch gehabt? Da gucken wir gerade rein. P-Modul, und zwar ging es ums Handelssystem. Was passiert, wenn wir das Handelssystem einbauen? Wirtschaftsscan-Reichweite ist 15. Wirtschaftsübersicht, Galaxiekarte hat er dann auch drin. Wirtschaftskarte, ja. Handelsroutensektoren geht es 4 weiter zurück. Ja, muss man nochmal gucken, ne? Aber wir wollen ja noch ein bisschen besser werden da. Okay, das bedeutet, wir sind jetzt hier, glaube ich, im Sektor erst wieder fertig. Gucken jetzt mal nach. Ausrüstungsdock, ne? Oh. Hier gibt es an jeder Ecke hier einen Ausrüstungsdock. Wahrscheinlich nicht. Wo ist denn da das Aus drin? Ne? Antriebsaggregatfabrik, Handelsposten. Naja, da ist auf jeden Fall eins. Koordinaten eingegeben. Weg. Da müssen wir hin. Dann springen wir, wenn er ausgerichtet ist, dahin und schauen in dem Sektor nach, was da los ist. Ne? Ja, machen wir. Vielleicht gibt es ja hier den passenden Auftrag mit den Piraten. Müssen wir mal schauen, oder? Schwarzes Brett. Überführungsfahrt. Wir brauchen einen guten Piloten, der ein wenig Zeit hat. Wir haben dieses kleine schmucklige Schiff, das einem reichen Kunden übergeben werden soll. Leichtes Geld für einen erfahrenen Piloten. Ja, würde ich jetzt machen, weil ich glaube, dann treffen wir bestimmt auf
irgendwelche, sag schon, Leute. Wenn du das Schiff überführen willst, musst du eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Du bekommst diese Kaution zurück, wenn du das Schiff zur Angegebenen gebracht hast. Die Kaution beträgt 25 von seinen Credits. Ich habe Bedingungen verstanden und werde dies sagen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein guter Auftrag, oder? Ja, bezahlen wir das. Wir haben das Geld von deinem Konto genommen und werden sich sicher, bis das Schiff heil ankommt. Schiff betreten. So, und wo müssen wir da jetzt mit hin? Mission? Nee. Überführungsfahrt nach 438 minus 144. 438 minus 144. Wo ist das? Also noch da oben irgendwo. Nee, so weit dann doch nicht. Nein. Okay, das kann nicht so weit. Koordinaten in den Navigationscomputer eingeben. Ja. Ist das ein schmuckes Schiff? Was kann denn das? Ah, nee, das war es nicht. Ich wollte da reingucken. Nee, da war es auch gar nicht. Ich wollte hier gucken. So, er hat gar keine Bewaffnung. Okay. Ausrichtung ist da und springen. Okay, Koordinaten eingeben und springen. Und auf geht's. Ich hoffe, ich kann den dritten Sprung auch noch machen. Ah, schade. Knapp davor. Sieht so aus, als ob das gut klappt. Na, kriegen wir das auch noch hin? So, wollen wir mal schauen, ne? Hallo, danke für das Überführen des Schiffes. Ich werde dich mal ab jetzt sagen können. Wir müssen nur noch mal einen kurzen Blick auf dein Zustand werfen. Haben alle persönlichen Gegenstände entfernt? Wenn nicht, machen Sie das bitte jetzt und melden Sie sich, sobald Sie fertig sind. Ja, brauche ja nicht. An die Scanner sind wir bereits fertig. Kein Schaden entdeckt. Du bist gut mit dem Schiff umgegangen. Vielen Dank für das Leihen vor der Kaution. So. Freibeuter, Beziehung zu Lidis Freibeuter um 4000 verbessert. Das war unser Auftrag. Mission erfolgreich gemacht. Das ist doch cool, oder? So, das bedeutet, ich möchte jetzt erstmal zu meinem Schiff zurück. Das liegt hier, ne? In Schiff in Sektor wechseln. So. Und dann haben wir nämlich diese 4000 Punkte gekriegt. Und das bedeutet, das waren ja nur ein paar hundert, die wir brauchten. Hat dann gereicht, dass wir jetzt. Na, das Bündnis kriegen können. Können wir das mal wegmachen? Ja. So, ich bin wieder in dem Schiff. Wir sind jetzt hier in dem Sektor, wo ich den Aufgabe habe, aber ihr müsst es ja noch einen Ausrüstungsdock geben, oder? Ja, das wollen wir noch angucken. Das ist da. So, das ist das erste Hightech-Handelssystem. Ja, brauchen wir nicht überlegen. 8 Minuten haben wir Zeit, fliegen wir schnell hin. Ist ja nicht ganz weit weg. Ein Schiff in einem Sektor ruft um Hilfe. Da rechts sind sie. 8 Minuten oder helfen? Helfen. Oh, weg sind sie. Okay. Handelssystem nicht, sondern wo ist es denn? Jetzt sehe ich meinen Ausrüstungsdock nicht.
Ist das da übereinander? Hä? Da oben ist es. Ja, da konnten wir leider nicht helfen. Dann sind die alle weggesprungen, ne? Ja, schön wäre es gewesen, aber naja, man kann nicht alles haben, oder wie das? Da kommt das Docking. So, angedockt sind wir. Ausrüstung kaufen. Hightech-Handelssystem kaufen wir. Gnade, Quantum-Hyperraum. Nehmen wir auch alle mit. Geschützkontrollsysteme nehmen wir auch alle mit. Tech-Frachtraum, Schildbooster, Standard-Handelssystem nehmen wir auch noch mit. Waffen. Kein R dabei. Schade. Gut, das haben wir. Gibt es hier eine Forschungsstation? Ne. Wo ist die? Da ist die nicht. Ist da eine Forschungsstation bei? Nein. Da ist sie. Fliegen wir dahin, weil wir gerade so viele Sachen gekauft haben, die wir dann da vielleicht ne, umrüsten können. Aber wir gehen nach I, wir gehen hier hin und Bündnis verhandeln. Gib ein Angebot ab. Benötige 509 bis 828. Wo muss ich das eintragen? Machen wir 650. Dein Angebot. Wie komme ich denn da mit dem Angebot hin? Ah, da sind die Credits, okay. Könnte natürlich auch hier eine Million reinsetzen, ne? Dann nimm das mal weg. Komm, dann kriegt er eine Million Eisen und das ist auch gut, oder? Bündnis aufgeben. Ah, wir haben das Bündnis geschafft. Du bist jetzt mit den Lease-Freibottern verbündet. Wow. Sehr gut. So, das bedeutet, was jetzt passiert. Irgendwie habe ich jetzt eine komische Ansicht hier. Habe ich irgendwas mit der Kamera erwischt? Ja, ich weiß nicht, was jetzt passiert hier gerade. Irgendwie passt meine Ansicht nicht, oder? Ja, das ist sehr komisch. Bin ich jetzt irgendwie in einer anderen... Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade passiert ist. Wir sind auf jeden Fall weggesprungen. Wir haben das Bündnis angenommen und dann war es so komisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, jetzt bin ich im Schiff oder was? Irgendwas ist passiert, ich weiß aber nicht was. Kann mir einer das erklären? Ich weiß nicht, irgendwie ist es buggy. Steigen wir einmal aus dem Schiff aus. Wo ist es? Irgendwas passt hier nicht. Ich habe hier sowas wie eine First-Person-Ansicht oder sowas, ne? Das ist aber komisch jetzt. T. Ja, da sitze ich wieder drin. Ist das irgendwas ein Bug? Da kann ich nichts mit anfangen jetzt, oder? Ich kann auch die Karte hier nicht öffnen. Die Strategiekarte kann ich gerade nicht öffnen. Kann ich sie jetzt öffnen? Nein, ich kann die Strategiekarte nicht öffnen. Ja, das ist schlecht. Was ist das jetzt hier oben? Spielerhandelsmenü. Spieler zum Handeln einladen. Baumodus. E-Mails. Galaxiekarte. Schiffsmenü. Ich weiß nicht, was das Problem jetzt ist. Aber irgendwas ist schief gelaufen. Spielermenü. Release Freibeuter. Sind wir jetzt Verbündete mit.
Ja. Handelssystem, was sagt das? Oh, hier kann man viel Geld machen, ne? Also jetzt geht irgendwie was wieder ein bisschen besser. Aber die Kamera ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was die Einstellung mit der Kamera war. Okay, ist aber jetzt erstmal irgendwie. Ja, müssen wir es gucken. Es ist ein anderes Feeling hier mit dem Steuern jetzt. Ich weiß aber nicht warum. So, warte mal, was wollten wir machen? Wir müssen. Was war das da machen? Kriegt man das da? Güter handeln? Ne, Ausrüstung handeln. Ja, das kriegt man da. Kann man das aus Entfernung kaufen? Nein, wir müssen angedockt sein. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Okay. Irgendwie habe ich ein anderes Fluggefühl, seitdem ich verbündet bin. So. Ausrüstung handeln, Sender der Handelsgilde kaufen. Mission aktualisiert die Handelsgilde. War hier jetzt noch was für uns Interessantes dabei eigentlich? Schaden 0,7. Hätte ja sein können, dass wir jetzt mit denen hier bessere Sachen haben. Geschützkontrollsystem kaufen wir. Wir sind noch nicht angedockt. Auf ein neues. Oh, nur 51 Sekunden. Da müssen wir mal ganz schnell hier die schicken Sachen alle kaufen. Geschützkontrollsystem. Internetverteidigung, brauche ich nicht. Quantum Hyperraum. Radar, Standardhandelssystem. Den Rest möchte ich nicht. Hier ist kein Airlaser dabei. Passt also. Die haben wir gekauft. Fraktionsgebietkarte. Ah, ich glaube, da haben wir schon alles gesehen von denen, oder? So. Dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut, kümmern uns nächstes Mal um die Forschung, dass wir das hinkriegen. Und ja, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video. Oder gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Thomas, habe ich das Handelssystem dir gezeigt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Machen wir gerade schnell. P nicht Dingens. Schauen wir noch gerade rein. Handelssystem war hier. Wenn es eingebaut ist, Wirtschaftsübersicht, Galaxiekarte, ja, und Wirtschaftsreichweite, Scan-Reichweite 15. Das war das, was du, glaube ich, sehen wolltest. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Ciao!